Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Heute ist der erste Tag eines neuen Monats. Auch heute möchte der Herr für diesen Monat ein besonderes Versprechen euch geben. Er hat versprochen, dass du kein Übel mehr sehen wirst. Er verspricht, dass von nun an nur Gutes und Gesegnetes geschehen wird und verwirklicht dies auf seiner wunderbaren Art und Weise. Welches Versprechen gibt uns der Herr denn heute? In Nahum Kapitel 1, Vers 15 lesen wir: Denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen, er ist ganz ausgerottet. Der Herr sagt: Mein Sohn, meine Tochter, der Arge wird dein Weg nicht mehr überqueren. Wer ist der Böse? Der böse Teufel, auch Satan genannt. Er ist der Böse. Wenn Jesus ihn beschreibt, sagt er, er ist ein Dieb, der stiehlt, würgt und mordet. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Er ist die Ursache für alle Bösen. Er versucht sein Bestes, uns irgendwie Schaden zuzufügen. Er bringt die Sünden, um den Frieden zu stören. Er bringt Krankheit und stiehlt die Gesundheit. Bringt Angst und entnimmt die Mut und die Freude. Er bringt Verlust und zerstört unseren Gewinn. In vielerlei Hinsicht sorgt dieser Satan für alles Böse. Wir lesen in der Bibel, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe seine Beute sucht, um dies zu verschlingen. Die Antwort zu unseren Fragen, warum der Teufel nur Böses tut und uns Schaden zufügt, lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, Vers 12. Denn der Teufel weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Wenn Jesus zurückkehrt, wird er ihn zerstören und ihn vollständig fesseln. Da der Satan nun weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, ist er nun auf die Erde gekommen mit Zorn. Deshalb sagt das Wort des Herrn, dass euch Schaden zugefügt werden kann. Da er also nur wenig Zeit hat, er versucht sein Bestes, den Menschen Böses anzutun. Insbesondere kämpft er den Kindern Gottes Böses anzutun. Aber der Herr sagt: Fürchtet euch nicht, der Böse ist ausgerottet. Er wird deinen Weg nicht mehr überqueren. Als Jesus für uns am Kreuz sein Blut vergoss und starb, hat er diesen bösen Teufel auf den Kopf getreten. Jesus hat die Macht des Teufels zerstört. Nun zittert der Teufel, wenn der den Namen Jesu Christi hört. Seine Werke werden weichen. Nachdem die Werke des Teufels zerstört worden sind, dabei entsteht für uns ein großer Sieg im Namen Jesu Christi. Deshalb sagt der Herr: Ihr werdet kein Übel mehr erleben. Das Böse wird nicht mehr euren Weg überqueren. Er wurde ausgerottet. Sagt es mit Glauben: Du Satan, du bist zertreten von meinem Jesus Christus. In Jesu Namen wurde dir deine Macht entnommen. Du böser Satan, du kannst mich nicht beschädigen. Du kannst mich keine Schande zufügen. Du kannst mein Leben nicht mehr zerstören. Du kannst meine Wege nicht überqueren. Mein Jesus ist mit mir. Sagt es mit Glauben, dass Jesus die Werke des Satans zerstört hat. Der Teufel kann euch keineswegs stören. Ihr werdet kein Übel mehr erleben. Ihr habt den Schutz durch das Blut Jesu Christi. Sagt dies bitte jeden Tag. Ich verpflichte mich und meine Familie. Schutz des Blutes Jesu Christi. Der böse Teufel kann sich nicht länger in mein Leben, in meiner Familie, in meinen Dienst für Gott, in mein Geschäft oder Arbeit sich nicht mehr einmischen. Sagt: Ich befehle dich in Jesu Namen. Ihr werdet dann eine Änderung sehen. Sagt ihr es nun mit Glauben? Ich befehle den bösen Teufel im Namen Jesu Christi. Du Bösewicht, du kannst weder meinen Weg nicht mehr kreuzen oder mir schaden. Ich widerstehe dir im Namen Jesu Christi. Ich befehle dir, von meinen Wegen abzuweichen. Du hast keine Befugnis, mich, meine Familie oder irgendetwas, das mir gehört, anzufassen. Sei dir klar, du kannst nicht mehr auf meinen Weg stehen. Im Namen Jesus Christus beten wir. Amen. Amen.